Herzlich willkommen zurück bei der Stoic Challenge Dark Souls 3. Mit dem großen C durch die lauwarme Badewanne bis zum Stöpsel. Und dabei cool bleiben. Ich weiß auch nicht, wo das noch hinführen soll. Es ist nicht besonders absurd, es ist nicht besonders lustig, diese Variation. Vielleicht lasse ich es bei den nächsten Folgen, bei den nächsten 20 bis 30 Folgen einfach sein. Es ist ja unglaublicherweise hier, ich glaube, Folge 23 oder die Größenordnung. Heute habe ich eine ganze Menge mir vorgenommen. Aber eine Sache, die ich vorher erledigen muss, ist ein bisschen was erzählen wieder über das, was wir auslassen müssen. Was passiert ist, ist, dass ich Multiplayer-Bossfights gemacht habe. Und dann ein bisschen normales Multiplayer ausprobiert mit dem Cracked Red Eye Orb. Das geht eigentlich ganz gut, weil selbst wenn man da verliert, man fliegt einfach zurück in seine Welt. So dachte ich. Und hat aber alle Seelen noch und alles. Das stimmt aber nicht ganz. Sondern der Mechanismus ist, dass wenn man gegen die Gegner im Multiplayer verliert, also man wird ja dann in das Spiel einer anderen Person eingeschleust als Virus und kämpft dann gegen den und seine Freunde, wenn er welche da hat. Und wenn man da verliert, dann verliert man auch, wie wenn man normalerweise verloren hätte, alle seine Seelen. Da oben sehe ich ein Shiny, das ist gleich mal vorgemerkt für gleich. Man verliert alle seine Seelen, man verliert sie aber leider an der Stelle, an der man in der fremden Welt gekämpft hat. Und das war hier, das ist ja Irithyll of the Boreal Valley, das ist der Startpunkt von Irithyll und der Red Eye Orb hat mich eine ganz andere Stelle von Irithyll transportiert und ich hatte 15.000 Seelen und dann musste ich mich ohne einen Bonfire unterwegs zu diesen 15.000 Seelen vorarbeiten. So, jetzt haben wir einfach dieses Item da drin. Ich weiß gar nicht, warum das da noch ist, weil hier bin ich überall schon durchgekommen. Ich bin eigentlich schon beim nächsten Bonfire. Ich mache das jetzt nur noch mal, damit wir alles einmal gesehen haben. Wir sind nervigen Rittern. Die sind leider aus Kammer. Das gibt's doch nicht! Das glaube ich jetzt nicht. Ja, okay. Das ist eine gute Gelegenheit. Ember verloren. Kamera hat mich wieder verraten. Man kann nicht ausweichen, weil in dem Moment, in dem man ausweichen drückt, die Kamera springt. Das sind ja alles keine unbekannten Mechanismen und die Frustration ist ja unser Thema hier, also dieses Aufregen, was ich gerade wieder gezeigt habe. Ich bin jetzt aber immer trotzig und lege einfach direkt einen neuen Ember auf. Ich lasse mich doch hier nicht unterbuttern. So, das lag jetzt auch ein bisschen daran, dass ich gequatscht habe. Die Gegner sind, wie gesagt, alles andere als harmlos. Ich habe mich mit noch nicht mal mehr vollständig Health hier einmal durchgewühlt, bis nach oben zum nächsten, nicht zum nächsten Bonfire, das habe ich nicht geschafft, sondern bis zum nächsten Punkt. Bis zu dem Punkt, an dem meine Seelen lagen. Und dann bin ich zurückgerannt mit eingeklemmtem Schwanz und habe mich am Bonfire hier erholt. Also diese Knights sind sehr, sehr nervig. Und es sind vor allem fast immer ist das so, dass einer von denen noch halbwegs zu handeln, also halbwegs, ne? Diese blöde Spell, den er da gerade castet, geht auch durch mein Schild durch. Und man kann ihn nicht vernünftig ausweichen. Bonk, jedes Mal ein Stück Health weg. Und das Problem, warum ich ihn nicht angreife, ist, dass da rechts oben noch einer ist. Und wenn ich den hier jetzt angreife, kommt der von rechts oben runter. Und zwei von denen habe ich schlechte Karten gegen. So, jetzt reicht's dann aber. Jetzt komm doch mal hierher. Statt immer diese billigen Spells hier zu jagen, oder? Ah, das ist doch... Also echt. Ah, jetzt bin ich in die Sackgasse gelaufen. Tipptopp. Und die, das gibt... Was ist mit der Kamera los? Das ist... Das gibt's doch nicht! Also... Okay, ich bin gerade auch ein bisschen angekratzt. Das ist auch eins der Themen, die ich mir für heute vorgenommen habe. Deswegen rege ich mich gerade noch mehr auf als eh schon. Aber es ist auch tatsächlich extrem frustrierend, weil das einfach nicht reagiert. Und dann ist wieder, gucke ich wieder in die Wand rein. Das heißt, mir werden hier gerade jetzt nicht ganz triviale Dinge
abgenommen, einfach nur, weil das Spiel nicht funktioniert. Also ich glaube noch nicht mal, dass ich was falsch mache, sondern das ist einfach, die sind so schnell und die Framerate bricht so derart ein, dass ich gar nicht agieren kann. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, hier nochmal lang zu gehen, einfach nur für diese Demonstration. Weil jetzt schon drei Ember weg sind. Das ist doch für eigentlich gar nichts. Was soll ich denn machen damit, Spiel? Was willst du von mir? Gibt's doch nicht. Meine Güte. Okay, bevor wir über das eigentliche Thema, das ich mir vorher überlegt habe, sprechen können, müssen wir ein paar Dinge klarstellen, die ich letztes Mal Unfug erzählt habe. Und zwar, ich habe ja geredet von Fatalismus. Und da hatte ich mich vorbereitet. Beziehungsweise da musste ich mich auch nicht groß vorbereiten. Das ist mir präsent. Ich habe aber dann unklugerweise einen kleinen Exkurs gemacht in die historische Geschichte des Fatalismus, warum der so heißt, und behauptet, der hieße nach den Schicksalsgöttinnen so, nehme ich den. Und da habe ich es, man merkt das im Video auch, da habe ich es gemerkt, dass ich da eigentlich gar nicht Bescheid weiß, weil ich gar nicht wusste, wie die heißen. Ich dachte, man muss irgendwas mit Fatum sein. Fatum ist das Schicksal. Und habe sie dann Fatas genannt, glaube ich. Und das ist kompletter Humbug. Vorne nicht. Es gibt keine Schicksalsgöttinnen, die Fatas heißen. Es gibt, glaube ich, auch das Wort Fatas gar nicht. Sondern diese Schicksalsgöttinnen, die es tatsächlich kulturübergreifend in fast allen Kulturen gibt. In der germanischen sind das die Nornen, die ja auch bei Wagner, das habe ich, glaube ich, erwähnt, vorkommen. Und soll es mal ein bisschen langsamer tun mit dem Reden hier, weil dieser Gegner hier ist auch sehr unerfreulich. Ich bereue gerade ein bisschen, dass ich das alles nochmal mache, weil das war sehr, sehr unerfreulich. So, der kann diese Flammen schießen, die um die Ecken einen folgen können. Das musste ich auch schmerzhaft rausnehmen. Und er kann das. Habe ich jetzt wieder aufgepasst. Jetzt mal, wenn ich diesen klappernden Ton mache, haut er mit seinem Stab auf den Boden. Und dann kommt da, wo ich gerade stehe, eine Flamme aus dem Boden. Und zusätzlich wird er noch begleitet von Melee-Gegnern. Ja, das war jetzt so ein Follow-Angriff. Es ist... ja, wie gesagt, da musste ich mich durchkämpfen. Ohne allzu viel Estus, wenn mir das die... Ja, okay. Jetzt mal von denen, das ist gut. Ach, das ist so eine Scheiße. Ist einer von denen weg. Noch einer von denen weg. So, jetzt haben wir nur noch den übrig. Und alleine, oder die, ich glaube, es ist eine Witch. Und alleine sind die nicht besonders beeindruckend. Ich habe es mich beim letzten Mal nicht getraut und ich werde es mich, glaube ich, auch dieses Mal nicht trauen. Die Strategie könnte sein, zu denen hinzurennen und die direkt anzugreifen. Weil man hat es gerade gesehen, jeder einzelne Schlag staggert die, dann können die nichts mehr machen. Und solange Stamina ausreichend da ist, sind sie dann quasi erledigt. Aber man hat gerade gesehen, ich weiß gar nicht, wie viel die Begleitung die jetzt hatte. Und das sind nochmal drei. Das wäre wahrscheinlich nicht gut ausgegangen. Das kann auch jetzt noch nicht gut ausgehen, wenn ich weiter so Blödsinn baue hier. Heieiei. Ach, bitte, das gibt's doch wohl nicht. Oh, also heute kriege ich sehr schlechte Stoizismus-Noten, aber die Xbox kriegt auch sehr schlechte Noten. Jetzt ist die Capture nach 10 Minuten eingeschlafen. Ich muss gerade überprüfen, ob die Settings stimmen, ob das auf die externe Platte geht. Nee, tut's natürlich nicht. Das gibt's doch nicht. Okay. Unterbrechen die Übertragung für eine kurze technische Pause.
Mein lieber Herr Gesangsverein. Also, wie gesagt, da reden wir gleich noch drüber. Spiel und Ernst, Frustration, Stoizismus, all diese Dinge. Aber erstmal starte ich die Aufnahme neu. Und zur Synchronisation, Menü auf, 3, 2, 1, zu. So, weiter geht's. Hey, hey, hey. Also, die Nornen heißen die in der germanischen Mythologie. Die weben die Schicksalsfäden, die sind auch für verschiedene Dinge zuständig, haben auch lustige Namen. Ich erinnere mich jetzt nur noch an Verdandi heißt die eine, glaube ich. Ach ja, genau, da oben steht eine von denen. Das ist auch eine etwas unerfreuliche Strategie des Spiels. Man kann die wahrscheinlich mit irgendwelchen Fernkugeln erledigen, aber machen wir. So wie das gedacht ist. Gut, wieder einem. Ja, Verdandi und die anderen Namen habe ich Urt, glaube ich. Vielleicht. Hör doch auf! Eieiei, diese. Es ist doch. Freilich. Gut, das Spiel weiß auch, dass die unerfreulich sind, weil es wirft nach wie vor jedes Mal Large Titaner Charts für jeden einzelnen von diesen Gegnern ab. Das ist natürlich nicht von Pappe. Large Titaner Charts braucht man ja, um die Waffen auf eine sehr hohe Stufe zu bringen. Ich habe übrigens dieses Schwert hier, das ich gerade benutze, unterdessen auch so weit aufgewertet, dass ich jetzt schon einen Titanite. Ich hab vergessen was, aber die nächste Stufe, die, wo ich noch gar keinen von habe. Nicht Shard, sondern. Nicht Slab, sondern irgendwas dazwischen. Wie auch immer. Also die nächste größere Stufe von Titanite bräuchte ich jetzt. Das Schwert ist ordentlich aufgewertet. Das macht es auch jetzt ein bisschen leichter beim. Weil wir jetzt gerade hier problemlos mit dem Estus auch auskommen. Hier waren meine Seelen dann in diesem Raum. Da fand der Kampf statt. So, also die germanischen Nornen. Um hier mal ein bisschen, das ist doch. Man kommt zu nichts in diesem Spiel. Ständig wird man irgendwie abgeklatscht und angegriffen. Die germanischen Nornen entsprechen oder beziehungsweise haben ihre Entsprechung so crosskulturell. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt mit diesem Thema anfange, aber man könnte ja auch vielleicht annehmen, dass das komparatistisch, also kulturvergleichend, dass die Germanen sich da irgendwie via die Römer von den Griechen haben inspirieren lassen. Wie auch immer, bei den Griechen gab es die auch. Da hießen die Moiren, M-O-I-R-E-N geschrieben, oder es gibt auch einzelne, Moira dann. Davon gibt es mehrere. Dann hatten die Griechen auch noch ein paar Schicksalsgötter. Da bin ich jetzt nicht komplett firm drin, wofür die jeweils zuständig sind. Aber so hießen die da. Und dann bei den Römern heißen die nicht Faten, sondern Parzen. Da sind auch drei. So, ich renne jetzt gerade ein bisschen kopflos rum. Das war das Bonfire, das nächste. Es ist wirklich fast unmöglich, dieses Spiel zu spielen und dabei komplizierte Dinge zu erzählen. Das geht entweder beim Erzählen oder beim Spielen nach hinten los. Ah, ich vergaß. Rumwankende Jäger. Was ist das? Also hier rechts geht es runter in einen Innenraum, in dem es sehr, sehr dunkel ist. Da brauchen wir erst eine Lichtquelle. Und hier drüben am Bonfire vorbei lockt schon das Ende dieses Levels. Hier geht es noch nach oben. Da war eine Sackgasse, soweit ich mich erinnere. Beziehungsweise wahrscheinlich kommen wir da irgendwann mal raus. Von oben runter, vermute ich. Weil die Nachrichten hier ab. Aber ich sehe keine Möglichkeit, wie man hier nach oben kommen soll.
Und Sparse Hand. Man versteht es nicht. Und hier drüben ist der Boss Fork, vermute ich. Das ist der Raum, in dem auch der Kampf mit den anderen Spielern stattgefunden hat. Hier ist auch wieder so ein Trio, also eine von diesen Witches und zwei von diesen unerfreulichen Knights. Und wie das so oft ist in solchen Spielen, wenn man hier reingeht, ist links noch eine weitere Witch, die auch noch aggressiv wird. Das muss jetzt nicht sein. Die haben uns jetzt gesehen und kommen hoffentlich einzeln. Das ist ja bei Dark Souls generell die beste Strategie. Sie kommen leider nicht einzeln. Okay. Nein! Das gibt's doch nicht. Alles klar. Okay, knapp den Tod von der Schippe gesprungen. Es ist schon wieder ein Ember auf dem Spiel. Ich weiß nicht, warum ich die jetzt alle aufgelegt habe. Ich glaube, weil ich eh schon in so einem frustrierten Grundstimmung bin. Okay, wir haben jetzt den Fatalismus und die Parzen und die Mäuren und die Nornen abgehakt. Jetzt können wir zum eigentlichen Thema, das ich mir vorgekommen habe. Ist das ein Bullshit? Gibt's doch alles nicht. Das ist echt. Okay, das ist gerade eine harte Probe. Und es ist natürlich auch mein Fehler, hier nicht vorher zum Bonfire gegangen zu sein. Die ganzen Gegner auf dem Weg hierhin waren ja schon vorbei. Uns viel Kummer ersparen können. Und jetzt Eieieiei. So, Estus Flasche ist alle. Health Bar ist alle. Das heißt, das können wir gleich nochmal machen, weil wenn ich jetzt da reingehe, wird hier drüben eine weitere von diesen Witches aggro und die kriegen wir nicht klein. Nicht mit so wenig Health. Yippie-yay-hey. Das Ganze gleich nochmal. So, man kennt vielleicht zum Thema. Man kennt vielleicht entweder, weil jemand, den man kennt, das hat, oder hat man in den Medien gehört, das Restless Leg. Das ist eine Krankheit, bei der man nachts im Bett, wenn man träumt, statt da ruhig zu liegen, oder relativ ruhig zu liegen, man wälzt sich ja auch so schon ganz schön rum, aber statt da ruhig zu liegen, wenn man jetzt träumt, dass man vor einem, vor einer Witch, ich habe vergessen, wie sie genau heißen, das weiß man wie immer bei Dark Souls, erfährt man das. Huch, wer kommt? Down. Auch noch welche, muss das sein? Okay, die gehen nach unten, immerhin. Ja, die droppen Items, aus denen man erfährt, wie sie heißen. Also wenn man vor einer von denen wegrennt und Restless Leg Syndrom hat, dann rennt man buchstäblich im Bett, also die Beine rennen. Und auch wenn man von anderen Dingen träumt, bewegen sich die Hände. Warum erwähne ich das? Nicht, weil ich das habe, das ist nicht der Grund für meine Frustration. Sondern weil das, was da schief geht, glauben wir, soweit wir das in der neurologischen Forschung geklärt haben, ist ein Mechanismus, der mit all unseren Themen hier in dieser Videoserie zusammenhängt. Und zwar ist es ja so, dass man bei einem gesunden Menschen der Schlaf oder im Schlaf die
die Motorkontrolle deaktiviert ist. Das heißt, die neuronalen Prozesse und Strukturen, die das Gehirn benutzt beim Träumen, um zum Beispiel jetzt vom Rennen zu träumen, sind dieselben, die wir auch benutzen, wenn wir tatsächlich rennen. Das weiß man auch aus Studien, wenn die Leute sich Golfspielen vorstellen, benutzen sie dafür dieselben... Oh, da sind ja auch noch welche, das hatte ich ganz vergessen. Scheiße, 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 scheiße. Das. Ist das ein Terror? Okay, das ja, die neuronalen Strukturen. Das ist, es stellt sich raus, je schwerer das Spiel wird, desto blödsinniger kommt mir die Idee vor, gleichzeitig kompliziertes Zeug erklären zu wollen und beim Spielen nicht völlig abzukacken. Aber gut, wir haben es uns jetzt eingebrockt, ich habe es mir eingebrockt. Beim Zugucken ist es ja wahrscheinlich nicht so frustrierend. Mal sehen, wie wir damit durchkommen. Also, die neuronalen Strukturen, die wir benutzen, wenn wir träumen, sind dieselben, die wir auch benutzen. Ah, Emulation Tinder, wieder irgendwas, wo ich den Mechanismus nicht kenne. Das ist gefühlt alles halbe Level fällt irgendein Gegenstand runter, der völlig neue Dinge ins Spiel bringt. Und diese neuronalen Strukturen, die wir da benutzen, um zu träumen oder um uns Dinge vorzustellen, die muss man natürlich dann, wenn man träumt oder wenn man sich Sachen vorstellt auch, abschalten. Und das heißt, wir stellen uns dann vor diesem Ritter und seiner dunklen Magie wegzurennen. Tun wir aber gar nicht, weil unser Motorkortex deaktiviert ist. Das ist auch ganz gut bekannt, wie das funktioniert. Und das ist das, was bei Leuten mit Restless Leg Syndrom nicht funktioniert. Da funktioniert diese Abschaltung nicht. Das heißt, wenn die dann träumen, dann bewegen sie sich trotzdem. Ich muss jetzt mal ein bisschen schneller voranmachen, damit ich überhaupt zu dem Punkt komme, den ich machen will mit dem Ganzen. Denn das hat, wie gesagt, ja alles was mit unserem Thema hier zu tun. Es gibt auch das Umgekehrte vom Restless Leg Syndrom übrigens. Das ist der Vorgang, bei dem man morgens aufwacht und noch gelähmt ist. Das kommt selten vor, aber wenn es vorkommt, ist das extrem unangenehm. Soll ich jetzt springen oder nicht? Ich kann mich nicht erinnern, ob ich hier schon gewesen sein kann. Ich glaube nicht. Sieht aber auch nicht so aus, als gäbe es da was. Der Balkon ist nur dazu da, dass man sieht, dass da oben ein Item hängt. Und wenn wir die Botschaft am Boden nicht gehabt hätten, wären wir so dann vielleicht auf die Idee gekommen, dass das durchlässig ist. Wunderbar. So, man kann am Morgen aufwachen und diese Lähmung ist noch in Betrieb. Die geht dann zum Glück in aller Regel nach wenigen Sekunden weg. Aber diese paar Sekunden ist man gelähmt und das ist extrem unerfreulich. So was Ähnliches kann man haben, wenn man sich einen Nerv abgeklemmt hat, dann ist man vielleicht einfach nur der Muskel gelähmt. So, jetzt, was hat das alles mit Frustration, mit Spielen und mit Lernen zu tun? Es ist ja so, dass, also wir denken uns Spielen als was Kinder machen. Und das stimmt auch. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Spiele
erlauben uns gefährliche Dinge, gefährliche und potenziell vielleicht schädliche, tödliche im Extremfall Dinge. Ich weiß nicht, wie ich da dran kommen soll. Vielleicht gibt es irgendwo einen Hebel. Das sieht so ein bisschen aus, als gäbe es da so angedeutet. Obwohl, ne, das sind Schatten. Ich wollte sagen, da gibt es angedeutete Führungen. Vielleicht fährt das runter, aber es sieht nicht so aus. Das heißt, man springt von oben da drauf. Später mal. Okay, dann weiß ich jetzt aber nicht, wo es weitergeht. Spiel. Ja, gutes Stichwort Spiel. Spiele sind ein Kniff, den die Natur gefunden hat, um gefährliche Dinge ungefährlich auszuprobieren. Und denselben Kniff kann man sagen, auf eine andere Weise, aber strukturell derselbe Kniff ist Vorstellung. Wenn wir uns was vorstellen, Fantasie oder interne Modelle der Welt. Man kann sich vorstellen, was würde passieren, wenn ich das und das machen würde, ohne dass man die negativen Folgen davon abbekommt, wenn es schief geht. Ähnlich Spiel, da kriegt man negative Folgen ab. Spiele, das ist ja eine der Spannungen bei Spielen, dass, also es gibt Leute, die der Meinung sind, Spiele sollen einfach nur Spaß machen, und dann gibt es Leute, die Spiele ernst nehmen und die der Meinung sind, das muss erstens, wenn man was falsch macht, muss das negative Folgen haben, und man darf nicht die Regeln brechen, denken diese Leute dann auch meistens. Ist auch ganz interessant, weil dieses Ernstnehmen, wie gesagt, das ist ja ein Lernmechanismus, mit dem das Spiel uns ermöglicht, Dinge zu lernen, ohne dass wir das volle Risiko eingehen. Und dieses Regeln einhalten ist dann wichtig, weil wenn man die Regeln nicht einhalten würde, natürlich auch der Lernmechanismus nicht funktionieren würde. Wo kommen denn diese Zombies hier eigentlich her? Stehen die, kommen die irgendwie aus dem Boden gewachsen? Weil hier ist jetzt ja gar keiner. Hier ist noch was. Hier geht's auch noch weiter. Wer bist du denn? Glaube ich jetzt nicht. Oh, das ist echt eine Prüfung. Also das ist ein Spiel. Ich meine, es simuliert Sterben. Insofern, das ist natürlich durchaus so, dass das jetzt weniger schlimm ist, als es wäre, wenn ich das jetzt real probieren würde. Insofern passt es voll in die Kategorie Spiel rein. Und es ist aber gleichzeitig, hat es diesen Preis, weil das tatsächlich jetzt sehr, sehr an der Substanz nagt. Und das Interessante an meinem Experiment, warum ich das mache, was ich mir davon verspreche, ist, ich bin gerade in einer persönlich ziemlich anstrengenden Position, beruflich, persönlich läuft alles nicht so tipptopp, und das färbt natürlich ab. Das ist ja eine interessante Sache an Frustration, dass wenn man wegen was anderem frustriert ist, man dann auch neue Frustrationen mehr ganz schlecht aushält. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier noch einen Ember aufwenden sollte. Jetzt hole ich mir erstmal meine Seelen. Ich gucke, was es hier noch so gibt, und dann können wir überlegen, ob wir den Ember auflegen. Solange der Ember nicht aktiv ist, kommen ja auch diese Events nicht. Visions of Enemy, ja. Okay. Sehr gut, damit können wir die Estusflasche noch mal ein bisschen aufwerten. Also einen Versuch mache ich noch. Mit 30.000 Seelen allerdings. Also sollte besser funktionieren. Die Frage ist, ob er jetzt überhaupt kommt, oder? Ja, er kommt. Dragon Slayer Axe ist gleich dreimal gestorben. Wenn dreimal stirbt, ist länger tot. Gut.
Das wäre, glaube ich, dann das hier. Sieht nicht so aus, als gäbe es da irgendwas, wo man runterspringen kann. Gut, dann müssen wir jetzt wohl, außer ich habe wieder was übersehen, in diesen dunklen Raum gehen. Ich habe eine Fackel, glaube ich, im Inventory. Das ist jetzt mal an der Zeit, mal rauszufinden, was es mit dieser Fackel auf sich hat. Item ist gar kein Item, sondern eine Waffe. Im Verbrennungszunder. Lustiger Name für ein, was immer das sein soll. Eine verwucherte Hellebarde. Also ich sehe hier jetzt. Da. Tja. Muss ich dir vielleicht einfach hier. Ja. Okay. Puh, okay, das war fast gar nicht umständlich. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir auch einen alten Dark Souls spielen in den dunklen Bereichen hatten, deswegen. Da war ich schon. Brauchen wir jetzt nicht nochmal. So, hier geht's rein in die Dunkelheit. Rechts und links ist nichts. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viele Gegner hier sind. Also nicht so viele hier oben. Genau, da sieht man nur die Augen. Ich weiß also auch gar nicht, was das für welche sind. Das sind nur viele. Hier war noch ein Item. Das ist natürlich weg. Das war jetzt quasi Muscle Memory. Ja, die interessante, um nochmal ein bisschen zum Thema zu reden, die interessante Beobachtung ist ja, dass. Was seid ihr denn für komische Dinger? Dass man nur so eine beschränkte Menge von allem hat. Also es ist ja irgendwie bekannt, dass Aufmerksamkeit und Kurzzeitgedächtnis kommt irgendwie mit so maximal 7 Sachen gleichzeitig klar, dann ist Schluss. Dann verliert man komplett den Überblick. Eieiei. Offenbar. Ja, 36.000 Seelen, jetzt wird es aber auch allmählich höchste Zeit für Einlösen. Ja, und auch Frustration ist eine begrenzte. Also beziehungsweise die Frustration, sondern die Widerstandskraft gegen Frustration ist eine begrenzte Ressource. Das hat mir der erste Mal gefressen. Schnorchelt noch einer, aber dann können wir, glaube ich, ignorieren. Da oben ist auch noch ein Item. Vielleicht
Roboter nicht ignorieren, aber wie soll man darauf kommen? Gut, das ist nicht gut. Und dass natürlich am Ende die Motivation für mich auch diesen Dark Souls Frustrationsrun hier jetzt zu machen, um mit den anderen Frustrationen in meinem Leben vielleicht ein bisschen besser fertig zu werden. Also das ist irgendwie berufliche Sackgasse, Beziehungen kaputt, die üblichen Dinge. Das ist jetzt nichts Besonderes, es ist nur, wenn man in diesen Situationen steckt, sind das ja die Dinge, also abgesehen von richtigen katastrophalen Entwicklungen. Ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle, damit ich nicht nochmal hier rauf muss. Und suchen, aber ich glaube, hier gibt es sonst. Da vorne ist noch ein Schnorchler. Vielleicht bewacht er noch was. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Okay, ich bin jetzt leider tatsächlich nicht sicher, ob ich alles gesehen habe. Weil es da noch eine Zwischenetage gab. Oh, nun ist die Fackel ausgegangen. Ne, ist sie nicht. Ja, ich bin nicht ganz sicher, wie gut das bislang funktioniert, weil das, wie bei all diesen Sachen, und das ist auch eine Lektion aus der Wissenschaft für das Einschätzen solcher Dinge, die Maßnahme kann man ja nur beurteilen, wenn man vergleicht mit und ohne Maßnahme. Übrigens auch bei der Virenscheiße gerade. Der Fehler, den viele machen. Himmel, Herrgott. Dass man sagt, der Lockdown hat auch viel Schaden angerichtet, er hat der Wirtschaft geschadet. Das ist eine Milchmädchenrechnung, weil auch ohne den Lockdown wäre der Wirtschaft geschadet worden. Und so ist es natürlich eine Milchmädchenrechnung, wenn ich mich frage, hat mir dieses Spiel dabei geholfen, mit meinen Frustrationen fertig zu werden? Weil das werde ich nie erfahren. Ich habe ja jetzt gespielt, seit Wochen schon, unglaublich 23 Folgen lang. So, hier kommen wir jetzt, wenn ich das richtig sehe, sind wir zurück an der Brücke, an der alles angefangen hat. Da oben ist das erste Bonfire. Hier unten geht es jetzt zum Fluss. Das habe ich schon erwartet, dass wir hier irgendwann ankommen. Das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um hier mal eine Zäsur zu machen. Das Ganze zu unterbrechen. Bis zur nächsten Folge. Wo ich dann wieder kein philosophisches Thema, aber ich meine, das war jetzt ja auch eher so aus der Psychologie genommen und auch noch nicht zu Ende erzählt. Vielleicht können wir nächstes Mal ein bisschen über Spiele reden und was Spiele eigentlich verbindet mit. Ja, das ist ja so ein Komplex. Spiele, wie gesagt, Fantasie vorstellen, Modelle. Das ist in der Wissenschaft, nennt man das Modell, in der Psychologie oder in der Erzählkunst nennt man das Fantasie. Und ist aber eigentlich alles dasselbe. Es ist eine Simulation. Simulation von was nicht real ist, um aber auf die Realität zurückzuwirken. Bla bla bla. Bindet ja alles zurück hier zu diesem Thema, denn das ist ja auch eine Simulation von Frustration. Und die Frage, wie gesagt, ob diese Frustrationssimulation mich frustrationsresistenter macht in einer großen Belastungssituation, da steht die Antwort noch aus. Diese Folge jedenfalls war ich eher genervt, sag ich mal, so ganz selbstkritisch, und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss.